Hallo zusammen, wir haben den 16. Dezember 1916 und abermals überschatten die schweren Kämpfe an allen Fronten in diesem Weltkrieg die Freude auf das bevorstehende Weihnachtsfest. An diesem Tag erfolgen heftige und energische Gegenangriffe der französischen und britischen Verbände an der gesamten Westfront. Österreich-ungarische Armeeeinheiten starten ihre geplante Offensive in der Westukraine. Kaiserliche Marine führt ihre Operationen in der Ostsee weiter fort. Und die U-Boote der Mittelmächte sorgen für Angst und Panik im Mittelmeer. Und damit herzlich willkommen zurück zu Strategic Command World War One. Los geht's! In der letzten Folge kapitulierte das Königreich Griechenland. Österreich-ungarische Truppen feierten den Einmarsch ins italienische Padua. Die Donaumonarchie vermeldete die Rückeroberung der galizischen Ölfelder. Und die osmanische Offensive nach Ägypten wurde durch die britische Armee gestoppt. Schauen wir uns den gegnerischen Zug an. Kreta ist weiterhin besetzt durch die Briten. Da haben wir einen leichten Kreuzer der Italiener versenkt. Wo wollen die Länder der Entente Gegenangriffe starten? An der Westfront, in Italien oder an der Ostfront? Da kommen wie üblich die Luftschiffe zum Einsatz. Dann die Aufklärungsbomber. Ich habe vergessen, unseren Jagdflugzeugen wieder die Starterlaubnis zu geben. Das müssen wir gleich mal ändern. Und hier kommen wahrscheinlich Angriffe auf Chalon, so wie es aussieht. Erstmal Angriffe im Norden. Unser Korps verteidigt sich sehr gut. Sogar fantastisch. Den Belfort sollten wir auch halten können. Da kommt der Angriff auf Chalon. Und der könnte kritisch werden, wenn mehrere französische Einheiten rankommen. Ne, wir halten Chalon. Angriffe bei Épinal haben wir auch abgewehrt. Da kommen die Franzosen nicht durch. Die Briten helfen. Und Toul wird auch direkt angegriffen. Sogar mit zwei Einheiten, sogar mit einer Abteilung, die uns sogar einen Schaden zugefügt hat. Da haben wir Angriffe in Norditalien. Und an der Ostfront der erste Angriff. Sieht so aus, als wollen die Briten und Franzosen irgendwo eine Schwachstelle finden. Der Kaukasus sollte felsenfest sein, da sollten die Russen nicht durchkommen. Da haben wir einen feindlichen Transporter, den wir ganz schön beschädigt haben und den wir auch versenken können in unserem Zug.
britischen Einheiten am Suezkanal werden wir wieder angreifen. Die USA protestieren gegen die Verstärkung der Fernblockade des Deutschen Reichs. Das ist gut für uns. Französische Arbeiter streiken für bessere Arbeitsbedingungen. Das ist auch gut für uns. Italienische Taucher verüben Anschläge in österreich-ungarischen Häfen. Das ist nicht gut für uns. Da wurde der leichte Kreuzer beschädigt. Und wir überfallen zwei Konvoirouten. Blockade des Deutschen Reichs. Wir haben den italienischen leichten Kreuzer Quarto versenkt. Er ist hier aufgelaufen. Wir versenken insgesamt 37 MPP. Das Deutsche Reich bekommt das 5. Cavalry Corps. Österreich-Ungarn ein weiteres Infanteriekorps. Und die Osmanen den Aufklärungsbomber, den werden wir auf der Sinai-Halbinsel einsetzen. Wir haben eine Menge Angriffe gesehen, der Briten als auch Franzosen an der gesamten Westfront und auch an anderen Fronten. Die wollten mit Sicherheit irgendwo eine Schwachstelle finden, wo sie dann durchbrechen können. Aber unsere Einheiten haben die Front gehalten. Hier bei Chalon müssen wir die Einheit unbedingt austauschen. Das werden wir demnächst auch machen. Wir werden erstmal unsere Einheiten hier im Süden. Du bekommst ein Upgrade. Du wirst verstärkt. Dich werden wir auch upgraden, die Jagdflugzeuge ebenso, und bevor ich vergesse, die anderen Jagdflugzeuge müssen wir noch auf Modus automatisch stellen, weil sonst steigen sie nicht auf. Dann werden wir hier einen Austausch machen, beziehungsweise, doch, machen wir, du ziehst raus, das Korps zieht rein, hier werden wir auch einen Austausch machen. Dann können wir die Einheiten in der nächsten Runde modernisieren. Das Korps muss auch raus. Das modernisierte Korps geht rein. Können wir hier noch irgendwas machen? Wir schauen uns mal die Befehlsverhältnisse an. Den von Falkenhayn müssen wir auf halbautomatisch stellen. Ist er schon. Eigentlich sollten alle Einheiten unter Befehl stehen. Sieht auch sehr gut aus. Vor allem die Einheiten an der Front sind unter Befehl. Das passt soweit. Jetzt müssen wir mal schauen, welche Einheiten wir noch modernisieren können. Auf jeden Fall die Einheiten im rückwärtigen Bereich. Die werden wir alle modernisieren. Und wir können ebenso die Geschütze modernisieren. Das machen wir natürlich auch. Unsere Flieger können wir modernisieren mit Langstreckenflugzeug. Richtig? Ja, das machen wir. Die können wir auch modernisieren, oder? Nee. Die werden wir hier in dem Bereich bei Paris setzen. Am besten hierhin, wo der Befehlshaber ist. Der Befehlshaber zieht mal hier zurück und du ziehst hier rein. Mehr können wir nicht machen. Wir schauen uns mal die Bereitschaft und Moral der Einheiten an. Die an der Front ganz okay ist. Da sollten wir keine Probleme bekommen. Angreifen könnten wir, machen wir aber nicht. Wir verhalten uns momentan defensiv an der Westfront. Unsere U-Boote können wir ebenfalls versorgen. Beziehungsweise ist hier ein Transporter aufgelaufen mit dem 6. Korps der Briten. Wir werden natürlich diesen Transporter versenken. Und zwar mit U-70. Jawohl. Wir ziehen dich aus dem Hafen raus, weil wir das U-Boot versorgen wollen. Du ziehst ebenso raus, du gehst rein und wir ziehen die U-Boote Richtung Atlantik. Da haben wir einen weiteren Feindkontakt, einen Zerstörer. Das ist nicht gut. Wir ziehen uns zurück. Du ziehst hier ran, falls der Zerstörer rankommen sollte.
Jetzt müssen wir mal Richtung Atlantik schauen. Hier haben wir momentan nur ein U-Boot im Einsatz. Wir werden U-73 auf der Konvoi-Route lassen. Wir ziehen es mal ein bisschen weiter runter. Dann sind wir hier durch. Wir gehen Richtung Nordmeer. U-39 geht auf die Route. Und du gehst Richtung Süden. Okay. Dann kommen wir zu unserer kaiserlichen Marine. Und die kaiserliche Marine können wir bei den Zerstörern upgraden. Mit U-Boot-Jagd. Machen wir. Die anderen Einheiten brauchen wir nicht upgraden. Ich kann aber verstärken für die nächste Runde. Das U-Boot werden wir auf 11 bringen. Du ziehst raus. Der Zerstörer geht hier rein. Den werden wir in der nächsten Runde auf 10 bringen. Dann sind wir hier durch. Wir haben gesehen, dass keine Minenfelder ausgelöst wurden. Da sind keine Einheiten reingefahren in die deutsche Bucht. Hier werden wir die Zerstörer ebenfalls upgraden bzw. hochbringen. Hier war ja ein britisches U-Boot, das hier auf der Schweden-Konvoi-Route operierte. Das müssen wir angreifen. Zerstörer gehen vor. Wir müssen den Transporter schützen. Wir brauchen vielleicht bessere Einheiten hier, vor allem schwere Einheiten. Wir werden mal zwei Schlachtschiffe ranführen. Einmal die Bayern und auch die König. Und vielleicht auch noch ein Schlachtkreuzer. Die Derfflinger. Die restlichen Einheiten bleiben, wo sie sind. Du kannst in den Hafen ziehen. Dich können wir vielleicht in der nächsten Runde fit machen. Dann sind wir hier fertig. Wir gehen Richtung Baltikum. Hier schneit es leider überall, sodass die Ergebnisse wetterbedingt nicht so gut sind. Wir werden ein weiteres Korps ranziehen, beziehungsweise erstmal upgraden. Dann schauen wir hier in den Bereich. Unsere Aufklärungsbomber können wir nicht einsetzen. Wir können dich jedoch modernisieren. Die Geschütze haben zwei Geschosse, die wir einsetzen können gegen die Batumi-Abteilung. Das machen wir. Was für Ergebnisse erreichen wir? Ganz gut, wir greifen an. 3 zu 3, das war doch nicht so gut. Dann gehen wir hier drauf. Das war ein guter Angriff. Dann von Süden. Die Abteilung haben wir rausgenommen. Wir sollten versuchen, das Korps in Kaunas von den Verbindungen abzuschneiden. Du ziehst eins vor. Verschanzt dich. Hier werden wir erstmal eine Abteilung ranschicken. Dich können wir leider nicht verschanzen, dich können wir aber verschanzen. Und dich werden wir modernisieren. Hier müssen wir auch schauen, wo wir modernisieren können. Da wollen wir es machen. Was für eine Versorgung hast du? 7. Dich können wir nicht modernisieren, weil wir mit dir angegriffen haben, natürlich. Das heißt, du kannst hier ranziehen und die Geschütze ebenso. Ja. Du gehst vor, du gehst nach Grodno. Wen können wir hier modernisieren? Dich und dich. Dich ebenso. Wir ziehen mal eins vor. Und wir sehen in Minsk ein Kavalleriekorps. Schade. Wäre gern reingezogen. Dich werden wir verstärken. Du ziehst vor, wir werden die Korps ebenfalls hier ranziehen. Du gehst erstmal nach Brest-Litowsk. Das waren dann unsere Bewegungen mit den Deutschen an der Ostfront. War momentan nicht viel Action, aber der Schnee behindert uns nochmal beim Angriff. Dann kommen wir zu den Österreich-Ungarn. Und hier könnten wir Kowel angreifen. Weil Kowel von der Außenwelt abgeschnitten ist. Die Einheit hat nur eine Versorgung von 4. Und wir werden auch die Abteilung angreifen. Erstmal mit dem 5. Korps. Dann werden wir mit dem 10. Korps rangehen. Und dann von Süden. Jawohl. Dann besetzen wir die Stadt.
Du ziehst hier vor. Der Befehlshaber zieht etwas näher ran. Wir sollten die Einheiten ranbringen und die Einheiten an der Front abziehen. Beziehungsweise könnten wir auch Luck angreifen. Wir haben hier 4 Geschosse. Wir werden die Geschosse auf Luck abfeuern. Wir sind bei 0. 1 zu 6. 1 zu 6. Wo kommst du ran? Du kommst hier ran. Wir greifen an. Werden mit einem weiteren Korps. Leider können wir hier nicht reinziehen. Dann gehen wir hier vor. Du ziehst ran, greifst an. Die Abteilung haben wir rausgenommen, aber können wir nach Luck reinziehen? Ja, wir können reinziehen mit dem 8. Korps. Das werden wir machen. Und du ziehst hier hoch. Sehr gut. Ich können wir noch verschanzen. Na, wenn wir den Befehlshaber auch näher ranziehen, können es aber nicht. Du kannst aber näher ran. Das machst du. Dich werden wir verstärken. Die Einheiten an der Front nicht, weil wir die beiden ranziehen wollen. Du ziehst hier hin. Dich kriegen wir leider nicht hier rein. Beziehungsweise du gehst hier hin und du gehst hier hin. Und jetzt haben wir hier eine Lücke. Da werden wir mit Gewaltmarsch reingehen müssen. Hier werden wir austauschen. Dich modernisieren. Angreifen werden wir in dieser Runde nicht. Wir hätten hier die Geschütze frei. Wir sparen jedoch auf für die nächste Runde. Hier unten können wir nicht viel machen, außer dass wir die Einheit zurückziehen. Wie sieht denn die Versorgung hier aus? Wir müssen die Einheit nach Czernowitz bringen. Aber ich will erstmal die Kavalleristen verstärken. Dann werden wir in der nächsten Runde das Korps zurückziehen, damit es eine Modernisierung bekommt. Und wir können das Korps auf volle Stärke bringen. Das machen wir. Und dann sind wir durch an der Ostfront. Wir haben ein weiteres Korps mit den Österreich-Ungarn. Und bei den Deutschen habe ich vergessen, das Cavalry-Korps aufzustellen. Das werden wir machen. Und zwar wollen wir das Cavalry-Korps hier einsetzen, im Baltikum. Das Korps können wir entweder in Italien einsetzen oder auch weiter hier in dem Bereich. Wir brauchen jedoch einen weiteren Befehlshaber hier. Es werden immer mehr Einheiten und die müssen irgendwann unter Befehl stehen. Wir werden das Korps hier ansetzen. Dann gehen wir runter Richtung Griechenland. Hier werden wir erstmal schauen, welche Einheiten wir modernisieren können. Ich werde mal verstärken. Die anderen Einheiten sind soweit okay. Ich kann mal verlegen. Beziehungsweise werden wir dich erstmal auf 11 bringen. Dich werden wir verlegen. Du gehst an die Ostfront. Hier in den Bereich. Dann können wir das Korps hier vorbringen, weil es nämlich auch verlegt werden soll. Die bulgarischen Einheiten werden an die Westfront gehen, zumindest die Korps. Und die österreich-ungarischen Einheiten, da müssen wir mal schauen, ob wir die an die Ostfront schicken, beziehungsweise teilweise an die Italienfront. Zum Beispiel das Korps werden wir verlegen, und zwar Richtung Norditalien. Das können wir hier ansetzen. Und den Befehlshaber können wir auch verlegen. Und das ist jetzt die Frage, wohin wollen wir den Befehlshaber verlegen? An die Ostfront? Dann hätten wir hier 4 Befehlshaber. Oder wollen wir ihn verlegen an die Italienfront? Dann hätten wir hier 2 österreich-ungarische Befehlshaber. Und ich werde ihn hier an die Italienfront verlegen. Und zwar erstmal hier in die Nähe von Innsbruck. Du ziehst noch eins vor. Und ansonsten sind wir hier durch. Dich werden wir noch Richtung Süden bewegen. Weil wir brauchen die Abteilung, um die Häfen zu beschützen. Du kannst hier runterziehen.
Du ziehst nach Thessaloniki. Und dann gehen wir an die Italienfront. Und hier müssen wir gucken, ob wir weiterkommen Richtung Venedig. Wir haben hier mehrere sporadische Angriffe gesehen, vor allem von den Franzosen. Und wir sehen immer mehr französische Einheiten hier in dem Bereich. Ein britisches Korps, aber vier französische Korps. Der Italiener lehnt sich zurück und lässt die Franzosen für sich kämpfen, so wie es aussieht. Wir werden mal schauen, ob wir das Korps hier rausnehmen können, das sechste Korps. Wir haben momentan zwei Geschosse. Oder wollen wir noch warten? Weil wir können nämlich Geschütz leider nicht modernisieren. Warum? Weil wir nicht mehr genug MPP haben. Dann werden wir die zwei Geschosse drauffeuern. Mal schauen, ob die Angriffe was ausrichten. Wir werden erstmal angreifen mit dem zweiten Gebirgsjägerkorps. Heftige Verluste. Dann mit dem ersten Gebirgsjägerkorps. Ich sollten wir hier zurückziehen. Du ziehst eins zurück, du gehst hier rein, du ziehst vor, greifst an. Und wir erleiden nur heftige Verluste. Wir bekommen das Korps hier nicht raus. Das heißt, wir werden erstmal nicht weiter angreifen. Wir werden unsere Einheiten verstärken bzw. upgraden. Du wirst verstärkt. Wo können wir ein Upgrade durchführen? Ihr seid upgraded, du wirst verstärkt. Ich sollte mal aus der Front rausziehen, damit du modernisiert werden kannst. Kommst du da rein? Ja. Das heißt, du gehst hier hin, du gehst runter und bleibst erstmal hier stehen. Und eigentlich müssen wir weiter nichts machen hier in dem Bereich. Wir warten mal die nächste Runde ab und wir werden mal mit dem Deutschen Reich ein paar MPP aufsparen, damit wir die hier einsetzen können. Dann kommen wir zu K&K Marine. Hier sollten wir das Schlachtschiff auf 10 bringen. Das heißt, du musst nach Bar. Die anderen Einheiten bleiben, wo sie sind. Der leichte Kreuzer wurde ganz schön beschädigt durch den italienischen Angriff. Werden wir aber nicht verstärken. Wir gehen runter zu unseren U-Booten. Ich bringe mir mal hier hoch. Du ziehst hier auf die Linie. Dann haben wir noch die zwei K&K U-Boote. Ich könnte mal eigentlich verstärken, machen es jedoch nicht. Du gehst mal hier auf die Linie. Und wir sehen, dass Kreta immer noch besetzt ist, und zwar von Briten. Aber Kreta ist in dieser Situation irrelevant. Das heißt, Kreta müssen wir auch nicht erobern. Der Brite kann seine Einheiten einfach auf der Insel lassen. Wir werden mal auf die strategische Karte schauen, weil ich nämlich mit dem Deutschen Reich, weil ich nämlich mit dem Deutschen Reich die MPP-Anzahl an Österreich-Ungarn verringern werde, und zwar auf 0. Die Österreich-Ungarn brauchen keine MPP mehr aus dem Deutschen Reich. Wir werden auch mit den Österreich-Ungarn keine MPP Richtung Osmanisches Reich schicken. Die Osmanen kommen so ganz gut klar. Dann kommen wir in die Forschung bei den Österreich-Ungarn. Und hier können wir noch einiges forschen. Wir werden mit den Österreich-Ungarn 75 MPP in die Produktionstechnologie stecken. Und wir werden auch 80 MPP in die Spionage und Aufklärung stecken. Dann sind wir hier erstmal durch. Einheiten können wir vielleicht kaufen. Schauen wir mal. Eine Abteilung, Flugabwehr, Eisenbahngeschütz, Luftschiff, Marinebomber und natürlich einige Schiffe. Torpedoboot gegen U-Boote. Ein Angriffswert von 3. Unter anderem wäre das sinnvoll, einmal gegen das französische U-Boot als auch gegen das italienische U-Boot. Aber die sind ja momentan nicht wirklich aktiv, sodass wir die MPP aufbewahren werden. Wir werden nichts kaufen. Und dann gehen wir zu dem Osmanischen Reich. Und da haben wir auch schon das französische U-Boot, das wir angreifen werden.
Haben wir auch gut beschädigt. Hier müssen wir nichts machen. Wir gehen Richtung Kaukasus. Hier gab es sporadische Angriffe, unter anderem hier auf die Abteilung. Wir werden die Abteilung ablösen, weil wir sie modernisieren wollen. Wir werden ebenso das Korps ablösen. Du wirst ebenfalls modernisiert. Das werden wir peu à peu mit den anderen Einheiten auch machen. Angreifen werden wir hier nicht. Oder wollen wir hier vorziehen? Das werden wir mal machen. Wir ziehen mal vor, um einfach den Russen ein bisschen zu ärgern hier. Dann gehen wir runter Richtung Mesopotamien. Und hier sollten wir unsere Einheiten upgraden. Dort, wo wir es können. Wie sieht denn die Versorgung hier in dem Bereich aus? Die ist momentan bei 4. Deswegen können wir die Kavalleristen nicht upgraden. Wir müssen den Befehlshaber ranbringen. Das machen wir. Ich bringe mal auf 10. Und das wird mit Sicherheit noch 2 Runden dauern, bis wir eine Gegenoffensive Richtung Süden starten können. Das Ziel ist es, den Briten ins Meer zu schmeißen, damit wir unter anderem die Ölfelder zurückerobern. Und vielleicht können wir uns irgendwann gegen Persien wenden. Wir sehen ja hier noch ein Ölfeld, das MPP bringt. Dann gehen wir Richtung Ägypten und hier werden wir erstmal unsere neue Einheit aufstellen. Hier haben wir den Aufklärungsbomber. Den bringen wir hier nach Aleppo. Hier werden wir unsere Einheiten verstärken. Und dich können wir vielleicht rausnehmen und sogar ohne das Geschütz einzusetzen. Wir greifen mit dem 6. Korps an. Jawohl. Dann können wir auch die Einheit hier modernisieren. Sehr schön. Und dann soll der Brite weiter Richtung Kanal ziehen. Und wir werden Einheit für Einheit rausnehmen. Dann müssen wir wie üblich noch den Partisan auf 5 bringen und nicht mal auf 6. Schade. Weil wir nicht mehr genug MPP verfügbar haben. Dann sind wir auch durch. Und dann gehen wir Richtung Westfront. Und hier werden wir die Runde beenden. Marokkanische Stämme lehnen sich gegen die französische Herrschaft auf. Kommen da jetzt Partisanen? Unsere Norwegen-Konvois werden angegriffen. Blockade des Deutschen Reichs. Rasputin wird in Russland ermordet. Das Deutsche Reich hat Fortschritte bei der Führung und Kontrolle. Die Gas- und Granatenproduktion Stufe 2 wird entwickelt. Ebenso die Jagdflugzeuge bei Österreich-Ungarn. Produktionstechnologie Stufe 2. Und die Osmanen haben Fortschritt bei der Luftkriegsführung. Und ebenso bei der Grabenkriegsführung. Das Deutsche Reich erhält 742 MPP. Wir haben einige Handelsschiffe aus Norwegen einbringen können. Österreich-Ungarn bekommt 448 MPP und das Osmanische Reich 245 MPP. In der nächsten Folge kommt es zu Seegefechten im Ärmelkanal und in der Ostsee. Deutsche Handelsstörer sorgen für Unruhe auf den Weltmeeren. Die Schlacht um die litauische Stadt Kaunas beginnt. Und österreich-ungarische Verbände setzen ihren Vormarsch in Venetien fort. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Medoberg.